Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Ramona und das ist mein Kanal Bin Stempeln. Heute möchte ich mit euch eine Shadowbox basteln. Viele von euch kennen sicherlich schon die Shadowbox, aber manche wissen vielleicht noch nicht so genau, wie sie gebastelt wird. Und das möchte ich heute gerne zeigen. Und auch möchte ich zeigen, wie ihr die Shadowbox berechnet, sodass ihr genau das, was ihr einpacken möchtet, dass es auch genau reinpasst. Genau, und so sieht das Ganze aus. Die Shadowbox, die hat immer einen Rahmen. Und ich habe das hier in Form eines Gutscheins gemacht. Also hier drin befindet sich ein Reagenzglas. Es ist noch ungefüllt, da muss ich den Gutschein noch machen. Und da habe ich oder da möchte ich einen Gutschein reinmachen für gemeinsame Zeit. Also so wie es hier auch steht. Und das ist verkehrt rum, Moment. Genau, also für gemeinsame Zeit. Und da möchte ich halt einen Gutschein noch werkeln. Zum Beispiel für einen Kinobesuch oder einfach auf ein Glas Wein oder irgendwie sowas. Ja, dafür eignet sich sowas eigentlich ganz gut. Einfach gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Genau. Hier habe ich einen Artikel aus der Celebration benutzt. Und zwar ist ja im Moment Celebration-Zeit. Das heißt, ihr könnt im Zeitraum vom 4. Januar bis 28. Februar wieder Geschenke bekommen. Das heißt, wenn ihr einen Bestellwert aufgebt von je 60 Euro, dürft ihr euch einen Artikel aus dieser Broschüre aussuchen. Die meisten Artikel sind ab 60 Euro und es sind zwei Artikel dabei, die gibt es erst ab 120 Euro Bestellwert. Und dann kommen wir auch schon zu dem, was ich heute benutzt habe, nämlich das ist das Stempelset und Designerpapier Hübsche Grüße. Das ist eins davon. Das gibt es ab einem Bestellwert von 120 Euro und da bekommt ihr einmal dieses Designerpapier und auch dieses Stempelset. Könnt ihr euch aussuchen. Genau. Und ich habe hier schon mal das Papier, das wollte ich euch kurz zeigen. Also das sind immer die Vorder- und die Rückseite, ne? Also so. Und das sind ganz hübsche Papiere mit Blumen und mit Zweigen. Ganz tolle Farben. Hier mit Pünktchen und mit Streifen. Sieht auch total schön aus. Kann man auch sehr gut anmalen, denke ich. Genau, das ist das Papier. Und das habe ich hier verwendet. Genau. So, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Um die Shadowbox zu berechnen, braucht ihr erstmal ein ganz normales DIN A4 kariertes Blatt. Und das, was ihr praktisch einpacken wollt. Bei mir ist es ja hier das Reagenzglas. Und da müssen wir jetzt zunächst erstmal gucken, wie groß ist das Ganze. Also ich muss die Länge, die Breite und die Höhe ausmessen. Die Länge von dem Reagenzglas liegt hier bei 11,2. Dann nehme ich aber lieber mal 11,5, lieber einen Ticken mehr. Also ich sehe, dass das Reagenzglas rechteckig ist. Dann male ich mir immer so ein Rechteck auf und schreibe jetzt hier in der Länge 11,5 cm. In der Breite hat es 2,5 cm, also schreibe ich hier 2,5. Und die Höhe, das ist bei mir jetzt der Durchmesser, weil es ja rund ist, hat einen Durchmesser von 2,5 oder die Höhe halt. Dann schreibe ich mir hier an die Seite mal Höhe 2,5 cm. Genau. So. Und jetzt ist Folgendes. So sieht es aus. Also ihr habt jetzt praktisch den Unterboden einmal aufgezeichnet. Jetzt geht es weiter mit den Seitenteilen. Ich weiß, also jetzt geht es hier mit der Höhe weiter. Die Höhe weiß ich, hat 2,5 cm. Also die Höhe wäre jetzt hier. Ich male jetzt hier eine Höhe von 2,5. Also ich schreibe jetzt einfach mal ein H rein für Höhe. Das ist diese Seite. Dann geht es weiter mit dem Rahmen. Ich habe jetzt einen Rahmen gemacht von einem Zentimeter.
Also schreibe ich hin Breite von einem Zentimeter. Also ich schreibe hier oben Breite 1 Zentimeter und gebe hier unten ein B für Breite ein. Dann geht es mit der Innenseite weiter. Das ist ja nichts anderes wie die Außenseite. Also wieder eine Höhe von 2,5. Ich schreibe jetzt aber nur mal ein H für Höhe rein. Und was ihr nicht sehen könnt, ist, dass unter diesem Teil, ich kann es euch hier mal zeigen, das ist jetzt so eine noch offene Box. Das ist praktisch die Höhe gewesen, dieses Stück. Dann ist hier, also Höhe, hier ist die Breite, wieder die Höhe. Und dann habe ich hier noch eine kleine Lasche. Und zwar ist das die kleine Lasche, die wird dann später einmal so eingerollt. Weil hier unten wird das Ganze befestigt. Und deswegen müssen wir hier nochmal eine Breite von einem Zentimeter, also von der Rahmenbreite von einem Zentimeter dazu schreiben. So, das war jetzt die eine Seite. Dasselbe passiert auch auf der anderen Seite. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd reingeschrieben, das muss ich mehr da rein. So, auf der anderen Seite ist es nichts anderes. Also wir haben wieder eine Höhe, wir haben eine Breite, wir haben nochmal eine Höhe und haben nochmal eine Breite. Und das ist auch nach unten hin, weil die Verpackung hat ja vier Seiten. Und wir fangen immer mit der Höhe an. Höhe, Breite, Höhe und nochmal eine Breite. Nach oben genauso. Höhe, Breite, Höhe und nochmal eine Breite. So, jetzt können wir auch die Maße reinschreiben. Und zwar bei Höhe haben wir gesagt, brauchen wir eine Höhe von 2,5. Also schreibe ich überall, wo ein H ist, einmal 2,5 cm rein. Und zwar auf jeder Seite. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, die Breite war ja diese Rahmenbreite. Da haben wir gesagt, oder bei mir ist es jetzt in dem Fall 1 cm, also schreibe ich bei dem B überall eine 1 rein für die Breite. So, und dann habt ihr fast alle Maße schon. Nur muss man da eins bedenken. Wenn ihr diese Shadowbox habt, werden die Seiten später einmal eingerollt. Das heißt, wenn die einmal eingerollt sind, wird euch von jeder Seite Platz weggenommen. So, und zwar genau die Breite des Rahmens wird euch weggenommen. Das heißt, wenn ich jetzt die normale Größe nehmen würde von 11,5 von diesem Reagenzglas und rollte später ein, fehlen mir 2 mal 1 cm, weil meine Rahmenbreite ist 1 cm, würden die mir später fehlen. Das heißt, ich muss von jeder Seite 1 cm zurechnen. Also schreibe ich hier hin 11,5 cm plus 2, also 1 plus 1. Und genauso ist es auch auf dieser Seite. Wenn man das einmal einrollt, wird euch schon später was fehlen, wenn ihr das hier nicht mit berechnet. Also müsst ihr auch bei der Breite den Rahmen nochmal doppelt mit einplanen. Das wären auch wieder plus 2. Genau. Und jetzt können wir das Ganze zusammenzählen. Und zwar, ich beginne hier links. Breite ist 1 cm. Plus 2,5 sind 3,5, plus 1 sind 4,5, plus 2,5 sind 7 cm. Also hat das 7 cm. Und da das ja überall gleich ist, sind auch dies hier 7 cm, das hier unten sind 7 cm und hier oben sind auch 7 cm. So, ich male jetzt mal, damit ihr da... Obwohl, nee, das mache ich später. Genau, jetzt rechnen wir aus, wie groß unser Papier sein muss. Das ist einmal die 7 cm plus die 7 cm plus die 11,5 plus die 2. Das heißt, 7 plus 11,5 sind 18,5 plus 2 sind 20,5 plus 7 sind 27,5. Also hat die Länge unseres Papiers
27,5 cm. In der Breite genauso, das sind die 7 cm plus die Breite sind 2,5 plus 2, also sind es 4,5 plus 7 sind 11,5 plus 8 sind 18,5. Also hat euer Papier 18,5 braucht ihr da. So, also ein Gesamtmaß von 27,5 mal 18,5 an Papier braucht ihr für diese Schachtel. Genau, das schneiden wir uns zunächst erstmal zurecht. Ich nehme jetzt ganz normal Grundweiß. Und schneide mir das zu auf 27,5 auf 18,5. So, bevor es jetzt ans Falzen geht, möchte ich das Ganze erstmal bestempeln, weil ich habe ja hier mit dem Stempelset Hübsche Grüße gearbeitet. Und da habe ich den Farbkarton gestempelt. Genau, und dann nutze ich einmal diese Blüten hier. Ich habe genommen den Zweig und ich habe die Punkte genommen. Die habe ich mir alle schon auf den Acrylblock gezogen. Und ich nehme mir jetzt einmal Kirschblüte. Ich brauche nur mal ein Schmierblatt. Das lege ich mir einmal unter. Und stempel zunächst erstmal die großen Blüten mit Kirschblüte. Ihr könnt das ganze Blatt bestempeln. Wo es aber eigentlich nicht notwendig ist, sind die äußeren Vierecke. Aber da kommen wir später dazu. Ich stempel jetzt einfach mal das ganze Papier, einfachheitshalber. So, das war mit dem Kirschblüte. Für den Zweig nutze ich Farngrün. So. Und als letztes nutze ich einmal Babyblau und stempel mir noch diese kleinen Pünktchen rein. So, mein Papier ist nun gestempelt und jetzt geht es weiter mit unserer Skizze, weil jetzt müssen wir ja gucken, wie wir das Ganze einmal falzen. So, ich habe das so gemacht, es gibt zwei Varianten. Wir nehmen aber die Variante 1, ich zeige euch aber auch die zweite Variante. Also entweder ihr fangt jetzt hier von der, also ihr legt es auf der langen Seite an und fangt hier an zu falzen. Und zwar falzen, lange Seite. Habt ihr hier jetzt die Breite von einem Zentimeter, also falzt ihr bei einem Zentimeter. Dann habt ihr hier eine Höhe von 2,5. Das heißt, ihr müsst die 1 plus 2,5 zusammenzählen. Dann müsst ihr bei 3,5 cm nochmal falzen. Dann das nächste ist plus 1, also 4,5. Plus das nächste mit 2,5 wären wir bei 7 cm. So. Entweder macht ihr so, dass ihr jeweils links und rechts auf der langen Seite bei den, also bei 1, 3,5, 4,5 und 7 cm falzt.
Und das macht ihr auch auf der kurzen Seite oder ihr macht es fortlaufend. Und zwar wird es dann hier weitergehen. Also hier waren wir bei 7 cm. Jetzt müssen wir hier die 13,5 dazu zählen. Dann wären wir bei 20,5 plus 2,5. Dann sind wir bei 23 plus 1 sind wir 24 plus 2,5 sind 26,5 plus 1 wären wir bei 27,5. Also das war die 26,5 war die letzte Falzlinie. Das wäre auf der langen Seite. Falzen auf der kurzen Seite wäre jetzt folgendermaßen. Dann müsst ihr von oben nach unten zählen. Also 1 cm plus 2,5 sind wir bei 3,5 plus 1 sind wir bei 4,5 plus 2,5 sind wir bei 7. Dann plus die 4,5 sind wir bei 11,5. Plus 2,5 sind wir bei 14, plus 1 sind 15, plus 2,5 sind wir bei 17,5 und das war's, weil das 1 wären wir da 18,5. Genau, also nochmal, entweder ihr könnt es an der langen Seite anlegen und einmal komplett durchfalzen, dann drehen und die kurze Seite falzen, oder ihr falzt einmal komplett reihum bei 1, 3,5, 4,5 und 7. Dann kommt ihr ans selbe Ziel. Genau. Ich mache es jetzt einmal reihum. So, ich lege das hier hin, dass ihr das auch sehen könnt. Also, kurze Seite ist jetzt in dem Fall dies hier. Also bei Es ist egal, ob lange oder kurze Seite, weil ich falze ja reihum. Das ist einmal bei 1 cm. Dann das nächste ist bei 3,5 cm. Dann das nächste wäre bei 4,5 cm. Und das letzte bei 7 cm. Hier habe ich glaube ich schon genau. So. Das war das eine. Jetzt müssen wir noch Folgendes machen, bevor wir das Ganze schneiden. Ich zeichne jetzt hier einmal das komplette Papier ein. Da sage ich gleich noch was dazu. So, wir müssen jetzt noch 4 Falzlinien ziehen. Und zwar, ich mache es immer an der langen Seite, ihr könnt es aber auch an der kurzen Seite machen. Und zwar müssen wir hier eine Falzlinie ziehen, und zwar von der Breite eures Rahmens. Und die Breite unseres Rahmens war ja 1 cm. Das heißt, hier muss noch mal 1 cm dazu, also 7 plus 1. Auf der Seite genauso 1 cm und von unten auch bis zur zweiten Querfalz einmal falzen. So, das bedeutet, ihr legt jetzt an, das sind ja 7 cm plus 1 sind 8 cm. Das heißt, wir legen jetzt bei 8 cm einmal an und falzen bis zur zweiten Falzlinie. So, das ist hier bei 3,5 cm einmal nach oben falzen und unten einmal nach unten falzen. Dann drehe ich das Ganze wiederum um 180 Grad, lege wieder bei 8 cm an und falze einmal von unten und von oben jeweils bis zur zweiten Querfalz. Falze ich einmal. So.
Gut, jetzt geht's an Schneiden. Wir schneiden jetzt zuallererst dieses Quadrat weg, dann dieses Quadrat und dieses Quadrat. Das heißt, ihr habt hier eine Falzlinie, hier, hier und hier. Das heißt, erste, zweite, dritte bis zur vierten Falzlinie müsst ihr von hier einschneiden. Und hier 1, 2, 3, 4 und 4 Falzlinien von hier unten einschneiden. So, also, da ihr das jetzt nicht sehen könnt, ist es hier eine Falzlinie. 1, 2, 3, 4. Also schneide ich hier einmal hoch bis zur vierten Falzlinie nach oben. Und das mache ich hier auch, sodass das Quadrat einmal weg ist. Und so mache ich das an allen vier Seiten. So, das war das. Was wir noch schneiden müssen ist, ihr habt ja diese vier Falzlinien gezogen und die müssen wir jetzt einmal einschneiden und wir müssen weiterschneiden von der zweiten Querfalz schräg runter zur dritten Querfalz. Das heißt, ihr müsst dieses Stück hier einmal wegschneiden. Genauso hier, das wird weggeschnitten, das wird weggeschnitten und das hier wird weggeschnitten. So, also, das ist hier die 1 cm, da schneide ich bis zur zweiten Querfalz runter und schneide dann quer zur dritten Querfalz. Und dann sieht das Ganze so aus. Kann man das sehen? So kann man es sehen, denke ich. Genau. Und jetzt auch hier einmal hochschneiden und von der Querfalz querschneiden. Und auf der anderen Seite auch. Genau. Und jetzt habt ihr das Ganze, das Gröbste schon geschafft. Das kann man wegnehmen. Und jetzt wird das Ganze einmal nachgefalzt. Jetzt drehe ich das Ganze einmal wieder auf die richtige Seite. Also die richtige Seite schaut uns an. Und jetzt brauchen wir Abreißklebeband. Und jetzt mache ich an jeder äußersten schmalen Kante, also das äußerste Stück, da mache ich einmal Abreißklebeband drauf. Ich habe da jetzt mal ein anderes Abreißklebeband genommen, was nicht von Stamping Up ist, weil es ist im Moment nicht lieferbar oder nicht bestellbar. Aber ich muss sagen, das ist nicht so gut wie das von Stamping Up. Es lässt sich nicht so gut reißen, habe ich festgestellt. Ist auch ein bisschen breiter. Aber ist auch nicht schlecht. So, da merkt man es. Es reißt nicht gut. Genau. So, und jetzt wird Folgendes gemacht. Ich fange jetzt an mit den Seiten, wo nicht diese Schräge drin ist, also mit diesen geraden Seiten. Ich lege mir die einmal jetzt so um, in der Mitte, mache die Trägerfolie ab und dann nehme ich das Ganze und stülpe das einmal komplett um. So. Und wenn ich das wieder hochziehe, steht schon meine erste Seite. Das mache ich auch auf der anderen Seite,
Also Trägerfolie ab, einmal umknicken, festdrücken und die Seite steht. Und das mache ich auch hier. Hier halbiere ich das auch einmal. Folie ab. Und jetzt muss ich aber die kleinen so ein bisschen auf die Seite drücken, weil die werde ich jetzt nicht komplett nach unten drücken können, weil hier was im Weg ist. Das heißt, ich halte das so und biege das so weit, wie ich kann, bis ein Widerstand kommt. Und dann drücke ich nur so ein ganz klein wenig nach, sodass ich weiß, okay, jetzt könnte es festkleben. Ja, hat er nicht festgeklebt, muss ein bisschen fester. So. Und dann steht die Seite auch. Und das mache ich auch auf der Seite. Festhalten, so weit biegen wie möglich. Und dann steht auch die Seite. Und die zwei kleinen Seiten, die werden dann jetzt gleich hier unten drunter geschoben. In diese Ecken rein. Und dann wäre die Box fertig. Das hält aber im Moment noch nicht, wobei im Moment hält es bei mir, aber normalerweise hält es nicht so gut. Und ich gehe jetzt her und nehme mir einmal Mini-Klebepunkte und setze mir einen Klebepunkt. Ihr habt jetzt hier eine Falzlinie hier und da setze ich mir den Klebepunkt einmal mittig, also nicht mittig, oben einmal hin. So. Genau. Dann nehme ich aber noch zusätzlich ein bisschen Kleber, weil die Klebekraft von Minipunkten ist jetzt nicht so stark. Und mache mir dann noch ganz minimal ein bisschen Kleber außenrum. Und das mache ich mir auch auf der anderen Seite. Also hier ein Klebepunkt. Und noch Zusatzkleber. So. Und jetzt biege ich mir das Seitenteil einmal unter die anderen Seitenteile. Das ist jetzt nicht so. So. Und zwar so, dass es bündig anliegt. Ah, jetzt habe ich Dreck gemacht. Kleber drauf gekommen. Okay, so. Und das mache ich auch auf der anderen Seite. Also Klebepunkt hier. Und auch hier einmal auf die Falzlinie drauf. Ein bisschen Zusatzkleber außenrum. Wenn möglich nicht zu viel, sonst quillert das euch raus. Und einmal in die anderen reinschieben. So. Und festdrücken oder ein bisschen festhalten. Ihr könnt es auch nur mit Flüssigkleber machen. Geht genauso gut. Genau. So. Und schon ist eure Box fertig. Und jetzt gucken wir mal, ob auch das Reagenzglas reinpasst. Und es passt wunderbar. Jetzt sehe ich aber gerade, ich habe was vergessen, weil ich wollte ja eigentlich noch einen Boden reinmachen. Ich habe hier noch ein Stückchen Farbkarton reingemacht. Das könnt ihr euch dann einfach ausmessen. Also normalerweise wird es reingeklebt, bevor die Seitenteile hochgeklappt werden. Das ist natürlich jetzt zu spät. Ihr könnt euch das entweder vorher reinmachen oder halt jetzt im Anschluss. Dann messt ihr euch die Länge und die Breite einmal aus. Und dann könnt ihr das reinsetzen. Also bei mir wäre das jetzt in dem Fall 2,5 mal 11,5. Das kann ich ja noch kurz machen. Also 2,5 mal 11,5
und das wird dann einmal reingesetzt. Sieht natürlich schöner aus, wenn man das vorher reinmacht. So. Genau. Jetzt geht's weiter, weil wir brauchen ja noch die Banderole. So, wie rechnet man so eine Banderole aus? Ganz einfach. Ihr nehmt euch noch mal ein Stückchen Papier. Bei mir passt das jetzt nur nicht mehr drauf. Ich schreibe es jetzt einfach mal hier drauf. So. Und zwar, ihr müsst wieder erstmal überlegen, wie hoch möchtet ihr die Banderole haben. Ich habe es jetzt hier nicht ganz so hoch gemacht, wie die komplette Schachtel ist, sondern ich habe sie in dem Fall, ich glaube, 6 cm gemacht. Genau, 6 cm. Also male ich mir hier ein Rechteck auf, also eine Höhe von 6 cm. Die Breite ist dieses Stück, also 4,5. Das wären jetzt 4,5. Ich messe überall 1 mm dazu. Also statt 4,5 mache ich jetzt 4,6. Dann geht es weiter wieder mit der Höhe. Die Höhe haben wir ja 2,5, also mache ich 2,6, also 1 mm dazu. Dann geht es an den Unterboden. Der hat wieder 4,6, weil es ist dasselbe wie oben. Dann wieder die Höhe, 2,6. Und dann braucht ihr noch 1 cm, um das Ganze zu verschließen. Eine Klebelasche. So. Und das wird jetzt alles zusammengezählt. Das heißt, 4,5, 9... 14, 15. Das sind dann 15,4 cm mal 6 cm. So groß muss das Papier sein, jetzt bei mir, bei meinem Fall jetzt. So, und da habe ich mir dieses Designerpapier ausgesucht. Und ich wollte, dass dieser Vogel hier vorne zu sehen ist. Und dann gucke ich jetzt hier erstmal. Muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt noch reicht. Ja, reicht. Hier ist ein Vogel und hier ist ein Vogel. Ich glaube, nee, ich nehme den Vogel. Also ich schneide mir jetzt erstmal hier 6 cm einmal ab. Mal 15,4. 15,4. Hier ist mein Vogel. So, genau. Und jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Eins, zwei, drei. Ja, das kommt hin. Ich falte jetzt erstmal auf der rechten Seite bei 1 cm, weil wir müssen jetzt wieder hier zusammenziehen. 1 plus 2,6 sind 3,6. Da muss ich jetzt bei 3,6 cm falzen. Dann plus 4,6 sind 7 sind 8,2. 8,2 plus 2,6 sind 10,8. Ich hoffe, ich verrechne mich jetzt hier gerade nicht. Plus die 4,6. Wo bin ich jetzt gerade? 10,8, 14,8, 15,4 wäre das dann wieder. Also da brauchen wir nichts mehr falzen. Genau. Also ich denke, das Prinzip ist verstanden, wie ihr dann falzen müsst. So, dann kann das Ganze einmal nachgezogen werden. Beim Designerpapier muss man immer vorsichtig falzen, damit euch da nichts reißt. Und das wird dann hier gleich so zusammengeklebt. Und dann habe ich hier vorne auch mein Vögelchen. Genau. Und das klebe ich gleich zusammen. Da könnt ihr entweder Flüssigkleber nehmen. Ich nehme jetzt nochmal Abreißklebeband.
So, leg mir das einmal hier so zusammen und verschließe das Ganze. So, und schon ist die Banderole fertig. Jetzt mache ich das mal hier rein. Achso, den Spruch, den habe ich ja ebenfalls aus dem Stempelset. Den habe ich abgestempelt in Memento, das mache ich heute nicht. Und habe das dann mit der Stanze nach Wahl, nennt sich die, habe ich das einmal gestanzt. Und hier habe ich das Deko-Geschenkband genommen, das nennt sich Sprossenfensteroptik. Genau. Und hier die weiße Kordel, das ist die Kordel Basics. Die bekommt ihr dann hier im Set. Genau. So, das kommt hier rein. Jetzt doch verrechnet. Nee. Passt. Passt wunderbar. Genau. So. Und was ich hier noch gemacht habe, ich habe hier noch ein bisschen eingeglitzert mit Wink of Stella. Könnt ihr das sehen? Nee, nicht wirklich. Also hier unten an der Ding habe ich noch ein bisschen Wink of Stella genommen. Das heißt, ich bin hergegangen und habe hier einfach noch so ein bisschen Glitzer drauf gemacht. Hier habe ich noch so ein bisschen Glitzer. Genau, das reicht schon. Und dann habe ich noch ein paar Steine drauf geklebt. Das sind die runde Akzente in Milchglasoptik. So, dann habe ich mir einmal hier hingesetzt und hier habe ich auch ein Steinchen drauf gesetzt. Genau. Und schon ist die Verpackung fertig. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, eure Mona.